Herzlich willkommen zu unserem 12. Thema der Serie Vom Schatten zum Licht. Heute geht es um das Thema die Reformation in Frankreich. Ich darf Sie einladen, dass wir zu einem Gebet zu Anfang aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns heute Abend Gedanken machen können, wie dein Wort in verschiedenen Ländern in Europa Fuß gefasst hat. Wie du dafür gesorgt hast, dass Menschen die Wahrheit erkennen können und wie wir auch erkennen können, wie manche Menschen sie angenommen haben und manche sie abgelehnt haben. Herr, hilf, dass wir daraus für uns lernen können, dass wir auch für uns den guten Weg gehen, den richtigen Weg gehen, den du uns führen möchtest. Bitte dich, dass du heute Abend bei uns bist, wenn wir über diese wichtigen Dinge uns Gedanken machen und dass du unsere Herzen erfüllst. In Jesu Namen. Amen. So, im letzten Thema hatten wir gesehen, wie in Deutschland die Reformation vorwärts ging, wie die Fürsten den Mut hatten, für Gott und den Glauben einzustehen und ihren Protest am Reichstag in Speyer platziert haben und auch ein Jahr später, 1530, auf dem Reichstag zu Augsburg, das augsburgische Glaubensbekenntnis abgelegt haben. Heute geht es jetzt um Frankreich. Gott hat in jedem Land seine Reformatoren gehabt, die die Wahrheit erkannt haben und hochgehalten haben. Aber es war nicht in jedem Land gleich, wie die Menschen darauf reagiert haben und vor allen Dingen auch, wie die Obrigkeit darauf reagiert hat. Man kann übrigens feststellen, dass für eine Reformation nicht nur ein Reformator zuständig ist oder wichtig ist. Natürlich, ohne Reformator kann es keine Reformation geben. Das heißt, es muss Menschen geben, die auch die Wahrheit erkennen und auch die Wahrheit predigen. Aber es war damals genauso wichtig, wie die Herrschenden darauf reagiert haben. Zum Beispiel in England kann man sehen, dass das dann einmal ein König da war, der war ganz klar für die katholische Seite und dann hat er alle Protestanten verfolgt. Und dann war ein Herrscher oder eine Herrscherin, eine Königin wieder da, die hat auf einmal die protestantische Seite gestärkt und hat die Katholiken verfolgt und ging es immer wieder hin und her. In Deutschland haben wir beides gehabt, einen starken Kaiser, der den Katholizismus vertreten und verfochten hat und wir hatten starke Fürsten, vor allem in Norddeutschland, die den Protestantismus hochgehalten haben und so haben wir in Deutschland auch beides, beide Seiten auch bis heute noch, katholische und evangelische Kirchen, die ungefähr beide gleich groß sind. In Frankreich war es ganz anders. In Frankreich gucken wir uns heute Abend mal an, wie es da so gelaufen ist. Es heißt auf Seite 195 zu Anfang des Kapitels in dem Buch Vom Schatten zum Licht, auf den Protest von Speyer und die Augsburger Konfession, die den Triumph der Reformation in Deutschland markierten, folgten Jahre des Kampfes und der Finsternis. Geschwächt durch Spaltungen in den eigenen Reihen und angegriffen von mächtigen Feinden, schien der Protestantismus dem vollständigen Untergang geweiht. Tausende besiegelten ihr Zeugnis mit ihrem Blut. Das heißt, selbst dort, wo sie für ihren Glauben gekämpft haben, war noch nicht Glaubensfreiheit in Deutschland. Das heißt, es gab auch in Deutschland immer noch Märtyrer, die gestorben sind für ihren Glauben. Es heißt dann weiter, Bürgerkriege brachen aus und die protestantische Sache wurde durch einen ihrer führenden Anhänger verraten. Die edelsten der reformierten Fürsten fielen in die Hände des Kaisers und wurden als Gefangene von Stadt zu Stadt geschleppt. Aber im Augenblick des scheinbaren Sieges erlitt der Kaiser eine Niederlage. Die Beute wurde seinen Händen entrissen und er war gezwungen, die Lehren zu dulden, die er sein Leben lang vernichten wollte. Er hatte sein Reich, seine Schätze und selbst sein Leben aufs Spiel gesetzt, um die Ketzerei zu vernichten. Nun wurden seine Armeen in Schlachten aufgerieben, seine Schätze aufgezehrt und viele Gebiete seines Reiches durch Aufstände bedroht. Gleichzeitig breitete sich der neue Glaube, den er eigentlich ausrotten wollte, überall aus. Karl V. hatte gegen den Allmächtigen gekämpft. Gott hatte gesagt, es werde Licht. Doch der Kaiser wollte die Finsternis erhalten. Er hatte sein Ziel nicht erreicht. Vom langen Kampf erschöpft, dankte er als Kaiser vorzeitig ab und zog sich in ein Kloster zurück, wo er zwei Jahre später starb, im Jahre 1558. Das heißt, in Deutschland ging es immer wieder hin und her. Aber der Kaiser hatte sein Ziel, die Reformation endgültig zu vernichten und auszurotten, nicht erreicht. Wie ging es jetzt in der Schweiz und in Frankreich weiter? Wir hatten schon über Zwingli gesprochen, über den Reformator der Schweiz. Dort ging eigentlich die Reformation sehr gut vorwärts, vor allen Dingen in Zürich,
in Basel und in Genf. Es waren so die drei große Städte, die auch offen waren dafür. Einige Kantone nahmen den reformierten Glauben an, andere nicht. Und so gab es auch innerhalb der Schweiz Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten, Kämpfe zwischen den Kantonen, und die Folge war ein Bürgerkrieg. Wie ich im vorigen Thema schon mal sagte, in diesem Bürgerkrieg, den auch Zwingli sehr unterstützt hat, in diesem Bürgerkrieg fiel er in der Schlacht bei Kappel. Hier ist ein Bild von dieser Schlacht bei Kappel. Eigentlich war es so, dass er war ja in Zürich gewesen, und Zürich war die Hochburg des Protestantismus. Und Zürich war eigentlich eine sehr starke Stadt, eine sehr große Stadt. Und er glaubte, meinte, dass die Zürcher Armee, Stadtarmee, die umliegenden Kantone leicht besiegen könnte, aber es war nicht so. Und es gab immer beides, Siege und Niederlagen. Und gerade in diesen Schlachten, in diesen Bürgerkriegen, ist Zwingli gefallen, gestorben. Und auch Öko Lampert starb kurz darauf. Und so waren zwei große Reformatoren der Schweiz nicht mehr da. Und so stand die Reformation auch in der Schweiz auf der Kippe. Aber Gott hat für sein Volk gesorgt. Gott hat geschaut, dass es immer Menschen gab, die für seine Wahrheit eingetreten sind und seine Wahrheit hochgehalten haben. Noch bevor Martin Luther seine Lehre verbreitet hat, gab es einen Reformator in Frankreich. Und zwar, es war der Jacques Lefebvre Etaples. Auf Deutsch kann man es leichter aussprechen, Jacobus Faber Stapulensis. Er war Professor in Sorbonne, und er war ein Anhänger des Katholizismus, er war ein glühender Verehrer der Heiligen, und er war so begeistert von den Heiligen und von der heiligen Verehrung, dass er ein Buch schreiben wollte über die katholischen Heiligen und über die Märtyrer. Und jetzt hat er angefangen zu studieren, die ganze Kirchengeschichte, was die so alles gemacht haben. Es gab eine Menge Feiertage und alles Mögliche. Und da hat er entdeckt, dass auch in der Bibel ja einiges drinsteht. Und dann hat er gedacht, da muss ich mal die Bibel lesen, was die Bibel über die Märtyrer und über die Heiligen schreibt. Und was hat er gefunden? Jede Menge, aber nicht über die Heiligen der Kirche, sondern über andere Heilige, nämlich über die biblisch Heiligen. Und das waren andere Heilige, nämlich in der Bibel werden alle Gläubige Heilige genannt. Und als er die Bibel las, fand er in der Bibel die biblische Wahrheit. Und entdeckte, dass die Wahrheit der Bibel mit der Lehre der Kirche und mit dem ganzen Heiligenkult überhaupt nicht übereinstimmte. Und er war entsetzt über seinen Glauben, den er vorher hatte, weil er sagte, wie kann ich sowas geglaubt haben, was gar nicht biblisch ist. Und so studierte er die Bibel immer weiter und immer mehr und fing dann an, die Wahrheiten, die er in der Bibel erkannte, zu lehren. Und seine Studenten, die er unterrichtete, tja, die waren begeistert von seinen Lehren. Und 1512 schrieb Lefebvre: O wunderbarer Austausch, der Unschuldige wird verurteilt, der Schuldige freigesprochen. Der Gesegnete verflucht, der Verfluchte gesegnet. Das Leben stirbt, der Tote erhält das Leben. Die Ehre ist mit der Schmach bedeckt, der Geschmähte wird geehrt. Das war eine unglaubliche Erkenntnis von ihm. Das heißt, dass er erkannte, Jesus Christus ist für uns gestorben. Wir können uns das ewige Leben nicht durch unsere Werke verdienen. Nicht durch Bußübungen, nicht durch irgendwelche anderen Dinge, sondern es ist ein Tausch. Gott tauscht mit uns. Jesus Christus, der das Leben verdient hat, nimmt für uns den Tod auf sich, damit wir, die wir den Tod verdient haben, das Leben bekommen. Und das hat er in diesem Text hier zum Ausdruck gebracht. Er ist eigentlich der Gesegnete, der Sündlose. Er wurde verflucht, damit wir, die wir verflucht sind, gesegnet werden. Das heißt, dieser Tausch, dieses Geschenk kommt zum Ausdruck. Diese Gnade Gottes wird hier wunderbar aufgedeckt und aufgezeigt von ihm, von dem Faber. Seine Studenten waren begeistert. Sie studierten mit ihm zusammen die Bibel. Und nach seinem Tod führten sie auch die Verkündigung weiter. Obwohl er hat weniger öffentlich verkündigt, er hat eigentlich mehr seinen Studenten verkündigt und das weitergegeben. Und sie haben aber das öffentlich weitergegeben und das weiter verbreitet. Vor allem Wilhelm Farel. Er war einer der eifrigsten Schüler und er war auch ein ergebener Anhänger Roms. Interessant ist, dass gerade die meisten Reformatoren vorher sehr starke Vertreter und Verfechter der römisch-katholischen Lehre gewesen sind. Und genauso wie Paulus damals. Ja? Er war ja
ein sehr begeisterter Anhänger des jüdischen Glaubens gewesen. Und als er die Christen verfolgte, glaubte er, Gott einen Gefallen zu tun. Und als er sich dann bekehrte, hat er mit der gleichen Begeisterung, mit der gleichen Elan und mit der gleichen, hat er hier die Christen, die er vorher verfolgt hat, unterstützt und das Wort Gottes verbreitet und die biblischen Lehren weitergegeben. Und er war einer der größten Missionare, den die Christenheit damals gehabt hat. Und so ähnlich war es auch mit Farel. Und zwar, er war ein Anhänger Roms, er wollte die Widersacher der Kirche ausrotten. Er hat gesagt, das ist alles falsch, das sind Ketzer, die müssen wir alle vernichten. Und das Problem aber, was er hatte, ähnlich wie viele andere auch, wie Luther auch, er fand keinen inneren Frieden. Er wusste nicht, wie er seiner Schuld fertig werden sollte. Er war seine Sünden sich bewusst, er wusste, ich bin ein sündiger Mensch. Und er versuchte, ähnlich wie Luther, durch Bußübungen und durch alles Mögliche, aber es ging nicht. Und schließlich, als er denn Faber zuhörte, wie er seinen Studenten die Wahrheit der Bibel verkündigte, da erkannte er die biblische Wahrheit, dass wir die Erlösung geschenkt bekommen und dass wir keine eigenen Werke tun müssen. Und das hat ihn erfreut, begeistert und er hat die Wahrheit angenommen. Und die Wahrheit, die er vorher verfolgt hat, hat er jetzt mit Begeisterung verbreitet. Farel wurde vom Saulus zum Paulus. Und er hat das Wort öffentlich verkündigt. Faber, der eigentlich mehr so als unter den Studenten gewirkt hat, war mehr so der Professor, aber er war jemand, der auf den Straßen, auf den Kanzeln, überall die Bibel, das Wort verkündigt hat. Natürlich war das nicht immer überall gern gesehen, aber es gab einen Bischof, der Bischof von Meaux, der sich ihm anschloss. Der war auch begeistert davon. Er hat sich auf Farels Seite gestellt und hat ihn erlaubt, in Meaux zu predigen und zu wirken. Und dort wurde Meaux eigentlich so ein wenig in dieser frühen Reformationszeit das Zentrum der französischen Reformation. Farel war dort, Faber ging dorthin, der Bischof von Meaux war dort und dann verkündigten sie gemeinsam dort das Wort Gottes. Und immer mehr Leute von außen kamen nach Meaux, die davon hörten. Und die Schwester des französischen Königs Franz I. kam zum Glauben, zum biblischen Glauben. Und das verbreitete sich immer weiter. Und in Meaux gab es eine richtige Erweckung unter der Bevölkerung. Und eine Zeit lang hatten die Reformatoren dort in Meaux und auch in der Umgebung Frieden. Sie konnten ungestört die Wahrheit verkündigen. Aber nicht lange. Farel hat dann die Bibel übersetzt ins Französische, besser gesagt das Neue Testament. Das haben sie auch drucken lassen und verbreitet. Allerdings, seine Bibel wurde nicht so sehr verbreitet wie in Deutschland die Lutherbibel. Aus dem Grund, weil er hatte sie ins Französische übersetzt. Es gab eine andere Übersetzung, die Calvin angeordnet hatte. Der Olivetan hatte sie übersetzt. Und die war weiter verbreitet. Sie war zwar ein wenig hölzerner, aber sie war genauer. Und deshalb hat man die französische Olivetan-Bibel dann als Grundlage genommen. Und seine Bibel, die er übersetzt hat, sein Neues Testament, war nur in einem kleineren Gebiet verbreitet worden. Aber die Verbreitung der Bibel war etwas, was natürlich der Bevölkerung gut getan hat. Hier sehen wir den Bischof von Meaux. Und in Meaux kam es dann zu einer Erweckung, die Menschen veränderten sich. Die Säufer hörten auf zu trinken und die Jähzornigen wurden sanft und die Kneipen haben geschlossen und die ganze Gesellschaft veränderte sich zum Positiven, zum Guten. Und der König von Frankreich hat es geduldet, zuerst geduldet. Eigentlich war es so, dem König von Frankreich war eigentlich der Glaube egal. Er hat, wenn es um die Fragen der Reformation, der Reformatoren und der katholischen Kirche ging, hat er immer so gehandelt, wie er das für sich als politisches Kalkül am besten gefunden hat, um seine Macht zu erhalten. Die katholischen Priester und die Mönche waren ihm überhaupt nicht gern gesehen und gut gelegen. Die mochte er nicht, weil die immer nur mit ihrer Macht und mit ihrem Gepränge prallten. Allerdings, deswegen hat er auch eine Zeit lang auch die Reformatoren
gewähren lassen. Und weil auch in seinem Umfeld seine eigene Schwester und auch andere aus dem Königshof auch den reformatorischen Glauben angenommen haben, deswegen hat er das auch durchaus geduldet. Aber als dann die katholische Seite Druck gemacht hat auf ihn und gedroht hat, hat er sich dann wieder umstimmen lassen und so hat er immer wieder hin und her geschwankt zwischen der Unterstützung der katholischen Seite und der Reformatoren. Die päpstlichen Führer gewannen in die Oberhand und so gab es Kampf. Die Katholiken haben dann den Bischof von Meaux und auch die anderen Reformatoren aufgefordert zu widerrufen oder auf den Scheiterhaufen zu brennen. Und als der Bischof von Meaux sich entscheiden musste, hat er widerrufen. Er hat zwar mit Begeisterung das Wort verbreitet, aber er ist unter dem Druck der Kirche eingeknickt. Aber obwohl jetzt der Hirte eingeknickt war, die Herde blieb standhaft. Die Bevölkerung, die Menschen blieben standhaft. Und viele, sehr viele Bürger von Meaux haben ihren Glauben mit dem Leben bezahlt. Sie bekannten ihren Glauben auf dem Scheiterhaufen. Zu der Zeit wurden auch viele Adlige gläubig und auch viele Hochstehende aus der oberen Gesellschaftsschicht. Es waren nicht nur die kleinen Bürger, es waren auch die oberen, auch von den Intellektuellen waren sehr viele. Und deswegen war es interessant, als dann später, einige Jahre später, die Protestanten generell in Frankreich ausgerottet wurden, da wurden eigentlich die besten Köpfe Frankreichs ausgerottet und Frankreich hat einen Aderlass erlitten an Intelligenz und an hochgebildeten Bürgern, was sie über Jahrzehnte, Jahrhunderte, kann man fast sagen, nicht wieder gut machen konnten. Und eigentlich kann man fast sagen, die Folge dessen, dass sie ihre geistige Elite ausgerottet haben, war dann später, 250 Jahre später, die Französische Revolution, ja, wo dann eigentlich das Ganze sich wieder gegen die Kirche selbst gewendet hat, was die Kirche vorher mit den Ketzern, mit der Reformation gemacht hat. Ja, dann gab es den Louis de Bequin. Er war ein Adliger. Es war auch einer der Reformatoren Frankreichs. Und zwar, er war ein tapferer Ritter mit feinen Umgangsformen und er studierte gerne. Er war einer von diesen Oberen, von der geistigen Elite. Er verabscheute, wie auch die anderen Reformatoren, zuerst die Lehren Luthers. Er hatte davon gehört, sie gelesen gehabt und war dagegen. Aber als er die Bibel studierte, war er erstaunt, in der Bibel nicht die Satzungen Roms zu finden, sondern die Lehren Luthers zu finden. Aber er fand sie in der Bibel. Und so sagte er sich, ich bin offen für die Wahrheit und hat seine Meinung geändert. Das ist übrigens immer wichtig. Wenn ein Mensch die Bibel liest, dann wird er vor eine Entscheidung gestellt. Die Entscheidung lautet folgendermaßen, bleibe ich bei meinen bisherigen Erkenntnissen und verteidige sie, weil es ja meine Erkenntnisse waren, oder richte ich mein Denken nach der Bibel aus, nach dem, was ich neu erkannt habe. Die Frage, die sich einem Menschen stellt, ist nicht die Frage, wie viel hast du gewusst, sondern die Frage ist, hast du das Licht, was Gott dir geschenkt hat, angenommen für dein Leben oder nicht? Das ist die Frage. Und da hat Berger sich geändert. Da hat er gesagt, ja, ich will das, was Gott mir gezeigt hat, was sein Wort sagt, annehmen. Auch wenn es dem widerspricht, was ich vorher geglaubt und gewusst habe. Und zwar, er war ein Günstling des Königs. Er war aus den höchsten Kreisen. Er hatte eine hohe Begabung. Er war sehr beredsam, hatte einen unbeugsamen Mut und einen heldenhaften Eifer. Beza sagte einmal, Berger wäre ein zweiter Luther geworden, hätte er in Franz I. einen zweiten Kurfürsten gefunden. Franz I. war damals der französische Kaiser. Und wenn Franz I. genauso für die Reformation eingetreten wäre wie der Kurfürst von Sachsen für Luther, dann wäre die Reformation in Frankreich ein durchschlagender Erfolg gewesen und er hätte eine Rolle gehabt, dass er für ganz Frankreich der Reformator gewesen wäre. Aber Franz I. hat leider nicht mitgemacht. Die Anhänger des Papsttums schrien,
eher schlimmer als Luther, weil er so mit Eifer und mit einer hohen Intelligenz und mit Begeisterung die Wahrheit verkündigte und niemand ihm widerstehen konnte. Argumentativ, von der Bibel her, konnten ihm die Katholiken nicht das Wasser reichen. Er wurde als Ketzer in den Kerker geworfen, weil die Katholiken, die Anhänger des Papstes, gegen ihn waren und ihn verfolgten. Doch der König ließ ihn wieder frei. Und so ging es jetzt immer hin und her. Der König Franz schwankte zwischen Rom und dem Reformator immer hin und her. Dreimal wurde er verhaftet und dreimal wurde er vom König wieder freigelassen. Es ging immer hin und her. Leider hat sich der König Franz der Erste nicht ein für alle Mal und mit Überzeugung zur Reformation bekannt. Er hat leider immer nur nach seinem eigenen, gerade dem menschlichen Gutdünken gehandelt. Man riet ihm, ins Exil zu gehen, nach Deutschland, weil er dort sicher sei, nach so vielen Verhaftungen. Aber er sagte, nein, ich bleibe hier, wo Gott mich hingestellt hat. Und wenn ich für meinen Glauben sterben muss, ich werde dafür einstehen, was ich glaube. Deutschland war zu der Zeit, vor allen Dingen einige Teile Deutschlands, waren ja protestantisch, reformatorisch und dort hätte er Sicherheit gehabt, aber er blieb. Und im Gegenteil, anstelle sich zurückzuziehen und anstelle zu fliehen, sagte er sich, ich muss das verkündigen, was ich erkannt habe. Er hat sowohl die Wahrheit verkündigt, aber er hat dann auch die Lehren der Kirche angegriffen. Er hat gesagt, er hat aufgedeckt, was die Kirche falsch lehrt. Und das hat natürlich den katholischen Fürsten, den katholischen Priestern nicht gefallen. Und dann gab es eine Petition, dass sie ihn wieder auf den Scheiterhaufen verbrennen wollten. Und der König hat gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Weil er jetzt sie direkt angegriffen hat, die Kirche und die Priester. Und dann hat sich Berger selber an den König gewandt. Er hat gesagt, du König sollst der Schiedsrichter sein. Ich möchte gerne, dass wir ein Treffen haben, ein Konzil einberufen, wo die Vertreter der Kirche und ich einfach unsere Ansichten darlegen. Aus der Bibel. Und du darfst, König, darüber urteilen, wer recht hat. Hat dem König gefallen. Dann sagt der König, machen wir. Das Problem war jetzt, wenn sowas hätte stattgefunden, dann hätten die katholischen Geistlichen schlecht ausgesehen, weil sie ihre Lehre aus der Bibel gar nicht begründen können. Also mussten sie versuchen, mit allen Mitteln das zu verhindern. Was haben sie gemacht? Genau zu dem Zeitpunkt, wo das hätte stattfinden sollen, wurde ein Standbild Marias verstümmelt aufgefunden. In Paris. Und jetzt sagten die Vertreter Roms, das ist die Folge von der Verkündigung, von der Lehre Bergers. Und von daher haben sie gesagt, wenn wir ihn gewähren lassen, dann werden wir in unserem Land Aufruhr, Revolution haben und unser ganzes Reich und unsere ganze Gesellschaft ist nicht mehr sicher. Sie haben also ihn einfach beschuldigt und haben ihn in den Kerker geworfen. Er wurde gefangen genommen, zum Tode verurteilt. Der König reiste ab, er hat sich nicht eingesetzt für ihn dieses Mal. Und als sie ihn zum Tode verurteilt haben, haben sie gesagt, bevor er vom König wieder begnadigt wird, tun wir ihn am gleichen Tag hinrichten. Und so wurde er noch am gleichen Tag auf den Scheiterhaufen gebracht und auf den Scheiterhaufen verbrannt. Es ist interessant, was über seine Verbrennung so da steht. Als er dort durch die Straßen geführt wurde und er gefahren wurde auf dem Wagen, wurde geschrieben, steht in dem Buch, vom Schatten zum Licht, sein Antlitz leuchtete vom himmlischen Licht und vom Frieden, als er starb. Es ist interessant, dass die Märtyrer, die für Gott gestorben sind, und in Frankreich, in Paris sind sehr viele Märtyrer gestorben, auf dem Scheiterhaufen, dass sie diesen inneren, göttlichen Frieden hatten, eine übernatürliche Ruhe. Genau das, was die anderen nicht hatten, was ihnen fehlte. Und das war etwas, was auch genau denn zur Ausbreitung des Evangeliums geführt hat. Je mehr sie umgebracht haben auf dem Scheiterhaufen, desto mehr haben sie wieder zum Glauben bekannt. Ja, jetzt war in Meaux die Reformation zerschlagen worden. Der Bischof von Meaux hat sich
abgewandt vom Glauben. Und in Mo wurden die Menschen verfolgt. Viele Bürger Mos wurden auf den Scheiterhaufen verbrannt. Den Reformierten wurde das Predigen verboten. Lefebvre ging nach Deutschland zurück. Nicht zurück, sondern er ging nach Deutschland, um dort Freiheit zu haben. Und Faber, er ging nach Deutschland zurück. Und dort wollte er verkündigen. Und das hat er auch getan. Er hat dort das Evangelium weitergegeben. Aber als er dann anfing, dort bekannt zu werden und die Menschen sich anfingen zu verändern und das anzunehmen, haben die dortigen Priester wieder einen Aufstand gegen ihn gemacht und haben ihn ausgewiesen. Und so zog er umher, predigte in Privathäusern auf einsamen Auen. Er übernachtete und wohnte in Wäldern und felsigen Höhlen, wo er Unterschlupf fand. Er hatte ja sein Leben nicht mehr sicher. So sieht man schon, es ist interessant, was die Menschen damals auf sich genommen haben für ihren Glauben. Er hätte ja auch sagen können, gut, ich gehe auch nach Deutschland. Aber nein, er sagte, ich möchte hier in Frankreich, wo meine Heimat ist, muss ich das Evangelium den Menschen weitersagen. Seite 202 heißt es in dem Buch Vom Schatten zum Licht, wie in den Tagen der Apostel diente die Verfolgung zur Förderung des Evangeliums. Philipper 1, Vers 12. Nachdem sie aus Paris und Meaux vertrieben worden waren, zogen sie umher und predigten das Wort. Auf diese Weise fand das Licht seinen Weg in viele der entlegensten Provinzen Frankreichs. In Südfrankreich waren sowieso ja schon die Waldenser bzw. auch die Hugenotten, auf jeden Fall noch was von ihnen übrig geblieben war da. Und auch sie nahmen diese Verkündigung mit auf und freuten sich darüber und verbreiteten sie auch mit. Ja, jetzt wenden wir uns einem anderen jungen Mann zu, einem französischen Reformator, Johannes Calvin. Er ist Franzose, er wohnte in Paris, er war dann nicht dort geboren, sondern er hat dort gewohnt. Und er war von seinem Charakter her sehr aufmerksam, er war eher still, zurückgezogen, introvertiert, er hatte einen scharfen Verstand, ein tadelfreies Leben, ein tadelloses Leben, intellektueller Eifer, religiöse Hingabe, Begabung und Fleiß. Und mit diesen Eigenschaften, die er hatte, sagten sich, schon in jungen Jahren zeigte sich das, sagten sich die katholischen Geistlichen, das ist unser Mann, den können wir gut gebrauchen. Jetzt gerade, wo die Reformation hier und dort und solche Lehren aufkommen, brauchen wir ihn, um diese reformatorischen Lehren zu widerlegen, um den Sieg zu bekommen. Aber leider ging es anders, als sie dachten. Und am Anfang war er auch gegen die Reformatoren. Als er davon hörte und das las, sagte er, nein, das ist nicht richtig. Sein Cousin Olivetan hatte sich der Reformation angeschlossen. Und so hat er sich mit seinem Cousin öfter getroffen und diskutiert. Und die Argumente waren folgende. Olivetan sagte zu ihm, es gibt nur zwei Religionen. Einmal die von Menschen erfundene Religion und zweitens die Religion, die in der Bibel offenbart ist. Und du kannst selbst herausfinden, welche die richtige ist. Du musst nur selbst die Bibel lesen und da findest du, was richtig ist. Es gibt zwar viele erfundene Religionen, von Menschen erfundene, aber das sind eigentlich alles, auch wenn es verschiedene Schattierungen gibt, das sind alles falsche Religionen. Und die einzige richtige ist die, die wir in der Bibel finden. Calvin sagte als Argument darauf, bildet ihr euch ein, dass ich mein ganzes Leben lang im Irrtum gewesen bin? Wie stark waren denn seine Argumente gewesen? Nein, man sieht, es ist nicht sehr stark, nicht sehr inhaltsreich. Ne? Er hat auf der sachlichen Ebene nicht viel entgegenzusetzen. Aber solche Argumente hören wir heute immer noch. Dass man sagt, glaubst du wirklich, dass die große Mehrheit der Kirche über Jahrtausende sich geirrt hat und du, einzelner Mensch, hast allein die Wahrheit? Oder wie kann es sein, dass ich mein ganzes Leben lang was geglaubt habe und auf einmal soll es falsch sein? Wenn man keine sachlichen Argumente mehr hat, dann kommt man meistens mit solchen Dingen, auch heute noch, wo man dann versucht, Menschen zu beeindrucken. Aber auch Calvin fand keinen Frieden mit Gott. Weil er so gewissenhaft war und weil er so ein Eiferer für Gott war, wollte er unbedingt auch den Frieden haben. Und er hat, ähnlich wie Luther, auch versucht, gute Werke zu tun, Bußübungen, aber alles half nicht.
Bei ihm kam die Wende dadurch, dass er einen Ketzer auf dem Scheiterhaufen brennen sah. Und er beobachtete und sah, wie dieser Ketzer, als er dort starb, Frieden auf seinem Angesicht hatte. Und er wunderte sich, wie kann es sein, dass dieser Mensch, der die schlimmsten Qualen aushalten muss, dass der seinen Frieden hat. Und ich, denen es mir gut geht, ich habe keinen Frieden. Woran liegt das? Warum ist das so? Und dann fing er an nachzudenken und sagte, könnte es sein, dass diese Menschen etwas haben, was ich nicht habe? Ähnlich wie beim Saulus damals. Als der Saulus sah, wie Stephanus gesteinigt worden ist, hat ihm das erstmal gefallen. Aber diese Steinigung des Stephanus hat schon in seinem Denken etwas ausgelöst, weil der Stephanus auch damals, als er gesteinigt worden ist, Gottes Strahlen im Angesicht hatte, einen Frieden hatte. Einen Frieden, den die Pharisäer damals und er selbst nicht hatte. Ähnlich war es bei Calvin gewesen. Auf Seite 203 lesen wir, in der Bibel fand er Christus. O Vater, rief er aus, sein Opfer hat deinen Zorn besänftigt. Sein Blut hat meine Flecken gereinigt. Sein Kreuz hat meinen Fluch getragen. Sein Tod hat für mich Genugtuung geleistet. Wir hatten viele unnütze Torheiten geschmiedet, aber du hast mir dein Wort gleich einer Fackel gegeben und du hast mein Herz gerührt, damit ich jedes andere Verdienst, ausgenommen das des Erlösers, verabscheue. Auch Calvin hat hier, in diesen Worten kann man sehen, die Bedeutung des Todes Jesu für uns als Geschenk, als ein Angebot erkannt und ganz tief in seinem Herzen verinnerlicht. Dass wir erlöst werden durch den Glauben an Jesus und nicht durch eigene Werke. Calvin sollte Priester werden. Schon in jungen Jahren sagte man ihm, er sollte die Priesterlaufbahn einschlagen, aber er wurde nie Priester. Aber schon als er jung war, schon mit 12 Jahren, war er Kaplan einer kleinen Gemeinde und bekam schon ein Gehalt dafür. Schon sehr interessant, mit welch jungen Jahren er schon Fähigkeiten hatte, die hier sichtbar wurden, wo er eingesetzt worden ist, obwohl er sehr schüchtern war und eigentlich gar nicht öffentlich reden wollte und konnte. Er begann dann Jura zu studieren und weil er ja kein Geistlicher werden wollte eigentlich, aber die anderen ihm sagten, er sollte es werden, hat er gesagt, nein, ich studiere erstmal Jura. Und dieses Jurastudium hat ihn auch für sein späteres Leben sehr geholfen, weil er hier auch das Rechtsverständnis besser kennengelernt hat und dann auch natürlich die Grundsätze der Glaubens- und Gewissensfreiheit erkannte. Er entschloss sich, sein Leben in den Dienst des Evangeliums zu stellen. Das war für ihn wichtig. Nicht unbedingt Priester zu werden, sondern Gottes Wort zu verbreiten, Gottes Wort zu verkündigen. Aber weil er zu schüchtern war, studierte er erstmal weiter, weil er noch nicht wusste, wie und was. Und er konnte nicht öffentlich predigen, sondern er hat, wenn denn, auch nur mal hier und dort in den Häusern auf privater Ebene was weitergegeben, aber nicht öffentlich. Dann ging Calvin nach Orléans. Hier verkündigte er in den Häusern das Evangelium. Er war dort, und zwar in Paris, gab es große Aufregung und Streit, weil mittlerweile die Lehren der Reformatoren bekannt geworden sind. Und jetzt gab es unter den Studenten Diskussionen, die einen dafür und die anderen dafür. Und es gab riesen Streitgespräche theologischer Art. Und das artete immer weiter aus zwischen den Verfechtern des römischen Glaubens und den Entdeckern neuer Wahrheiten. Obwohl diese Entdecker nicht unbedingt jetzt bekehrte Menschen waren, aber es wurde einfach auf theologischer Ebene nur diskutiert. Und es heißt dann hier, als Calvin nach Paris kam, während die Hörsäle der Universitäten erfüllt waren mit dem Geschrei theologischer Streitgespräche, ging Calvin von Haus zu Haus, öffnete mit den Menschen die Bibel und sprach mit ihnen über Christus, den Gekreuzigten. Er hätte sich einmischen können in diese Streitgespräche. Ich denke, er wäre einer der intelligentesten gewesen, hätte sie alle mit logischen Argumenten totschlagen können. Aber er sagte, nein, das mache ich nicht. Ich gehe lieber von Haus zu Haus und bringe den Menschen das Evangelium, was ich selber kennengelernt habe, was mir Frieden gegeben hat, was mir gut getan hat, was Gottes Wahrheit ist. Das muss ich weitergeben und mich nicht mit anderen Gelehrten streiten. Prinzessin Margarete von Parma schloss sich der Reformation an. Sie hatte sehr großen Einfluss. Sie war auch im Königshof.
Und sie ließ den reformierten Glauben in Paris verkündigen. Sie lud Reformatoren ein, nach Paris zu kommen und zu verkündigen, das, was sie erkannt hatten. Und sie förderte sie und finanzierte sie und sie hat das sehr stark mit unterstützt. Und dann wurde es verboten. Und als die Priester verboten haben, den Reformatoren zu verkündigen in den Kirchen, hat sie ihren Palast geöffnet und hat dort predigen lassen, in ihrem Palast. Und was geschah? Tausende kamen aus allen Schichten, von einfachen Menschen bis Gelehrten. Tausende kamen und wollten zuhören, was die Wahrheit ist und waren begeistert von der Wahrheit. Und es kam eine Erweckung in Paris. Und der König erfuhr davon. Was hat der König gemacht? Er sagte, das ist eine gute Sache. Die Menschen, wenn sie das hören, dann werden sie bessere Menschen und wenn sie sich dem anschließen. Und er ordnete an, dass zwei Kirchen in Paris für die Reformatoren geöffnet werden sollten. Und jetzt konnte die Botschaft verkündigt werden. Wenn es dabei geblieben wäre, dann wäre die Reformation auch in Frankreich zu einem Durchbruch gekommen. Aber leider blieb es nicht dabei. 2 Jahre lang wurde das Evangelium öffentlich in Paris verkündigt. Und die Menschen hatten die Gelegenheit, die Botschaft zu hören. Sie konnten hinterher nicht sagen, wir haben es nicht gewusst. Sie hatten die Gelegenheit. Aber die Duldung durch den König war nicht sein eigenes Interesse. Er war kein Anhänger der Reformation. Deshalb, und die Mehrheit der Bevölkerung lehnte das Wort Gottes ab. Und die Katholiken wollten natürlich jetzt verhindern, dass es weiterging. Und sie haben jetzt das Volk aufgestachelt und aufgewiegelt, sich öffentlich gegen die Reformation zu stellen. Und den König haben sie auch noch unter Druck gesetzt, sodass der König nach 2 Jahren wieder das Predigen der Reformatoren in Paris verbot. Die Priester gewannen wieder die Oberhand. Die Kirchen wurden geschlossen und die Scheiterhaufen wurden wieder errichtet. Und alle, die ihre habhaft werden konnten, wurden umgebracht in Paris. Calvin war noch in Paris und man wollte ihm auch an den Kragen. Auch ihn wollte man auf den Scheiterhaufen umbringen, verbrennen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass er entkommen konnte. Nämlich, er wurde verhaftet und als die Beamten bei seiner Tür klingelten, um ihn abzuholen, haben Freunde vorne an der Tür die Beamten aufgehalten und er ist hinten durchs Fenster rausgeklettert und ist dann runtergesprungen und konnte fliehen und ist entkommen. Ja. Das heißt, er konnte gerade noch so mit letzter knapper Not seinen Häschern entkommen. In Südfrankreich fand er Schutz in den Besitzungen von Margarete. Und dort hatte er Sicherheit. Er predigte hier auch wieder, nicht öffentlich, das war verboten. Er predigte hier in dem Haus des Bürgermeisters und außerhalb der Stadt. Er hielt Predigten so draußen im Wald und auf der Aue. Aber es ging nicht lange. Und natürlich hat sich dort das auch verbreitet, ausgebreitet, aber er ging dann wieder zurück nach Paris, weil Paris eben das Zentrum von Frankreich war und er auch hier wirken wollte und hier eigentlich das Evangelium weitersagen wollte. Aber als er merkte, dass Paris immer noch ein schwieriges Pflaster war und dass Paris nicht offen war, die Botschaft verkündigen zu lassen, floh er nach Deutschland. Wäre er dort geblieben in Paris, wäre er umgekommen. Gott wollte, dass er noch mehr, ein größeres Werk tun sollte. Und so ist er aus Frankreich geflohen. Später ist er nach Genf zurückgegangen und hat in Genf ein großes Werk aufgebaut. Und das war auch französisch sprechend. Und dort hat er dann das Zentrum seiner Wirkungsstätte später gehabt. Ja, die französischen Reformatoren wollten gegen den römischen Aberglauben kämpfen. Das heißt, es gab hier eine Gruppe von Reformatoren. Calvin war jetzt in Deutschland und Farel und Faber waren auch alle nicht mehr da. Aber die jetzt noch dort waren und sie wollten jetzt die Reformation, die ja immer mehr unter Druck geriet, sie wollten ihnen einen Durchbruch verhelfen. Aber leider haben sie es auf eine Art und Weise getan, die nicht gut war, die eigentlich ihnen mehr geschadet hat, als genützt hat. Nämlich, in einer Nacht haben sie in ganz Frankreich überall Plakate aufgehängt und angeschlagen
gegen die katholische Messe. Und damit haben sie viele Menschen, die eigentlich das gut fanden, haben sie verärgert. Und vor allen Dingen, einer hat auch, genau, nun hatten die Katholiken einen Vorwand zur völligen Ausrottung der Ketzer, weil sie sagten, seht ihr, die sind gegen unsere offizielle Ordnung und gegen das, was wir tun und unsere kirchlichen Ordnungen. Deswegen haben wir jetzt das Recht, sie umzubringen, sie auszurotten. Ein Plakat wurde an die Tür des Königs angebracht, seine Privatgemächer. Und als der König das las, war er so wütend geworden, dass er beschloss und befahl, alle Lutheraner auszurotten. Das heißt, alle Menschen, die der Lehre Luthers anhingen. Und so ging der Kampf gegen die Reformation in Frankreich mit aller Härte vor sich. Frankreich hat die Botschaft der Erlösung abgelehnt. Sowohl die Mehrheit der Bevölkerung, als auch der König, als auch die katholischen Geistlichen. Und die Reformation in Frankreich kam immer mehr zum Stillstand. Ein armer Handwerker, ein Beispiel, ein armer Handwerker in Paris wurde festgenommen. Er wurde bedroht mit dem Scheiterhaufen und in höchster Not hat er zugesagt, alle seine Geschwister, die reformatorischen Glauben sind, zu verraten. Dann haben sie eine Prozession veranstaltet, eine Hostie hat man durch die Gegend getragen und hinter der Hostie gingen dann die Priester mit diesem Handwerker hinterher und gingen durch alle Straßen Paris, überall durch. Und dann, wenn sie an einem Haus vorbeikamen, wo ein Lutheraner wohnte, machte er ein Zeichen, die Prozession blieb stehen, dann wurde die Familie aus dem Haus rausgeschleppt, in Ketten gelegt und der Prozession hinterhergeschleift. Und so wurde die Prozession immer länger von all den Protestanten, die in Ketten hinter der Prozession hergingen. Und dieser arme Handwerker hat alle seine Brüder und Schwestern verraten. Ja, das war ein großer Schlag gegen die Reformation in Frankreich und in Paris. Es heißt dann hier auf Seite 208, die Opfer mussten unter grausamen Schmerzen sterben, denn auf besonderen Befehl hin wurde ihr Feuer abgeschwächt, um ihre Todesqualen zu verlängern. Aber sie starben als Sieger. Sie blieben standhaft und unerschütterlich, ihr Friede ungetrübt. Ihre Verfolger waren dieser unbeugsamen Festigkeit gegenüber machtlos und fühlten sich geschlagen. Sie hatten zwar äußerlich den Sieg über sie, aber dieser Friede, diese innere Kraft, diese göttliche, übernatürliche Kraft, die in ihnen war, konnte nicht verborgen bleiben. Und selbst ihre Feinde mussten das eingestehen. Es heißt weiter auf Seite 208, ganz Paris konnte sehen, was für Menschen die neuen Lehren hervorbrachten. Keine Kanzel konnte es so beredt sein wie die Scheiterhaufen des Märtyrers. Die stille Freude, die auf den Angesichtern jener Menschen ruhte, wenn sie dem Richtplatz zuschritten, ihr Heldenmut inmitten der peinigenden Flammen, ihre sanftmütige Vergebung der Beleidigungen, wandelten nicht selten den Zorn in Mitleid und den Hass in Liebe um und zeugte mit unwiderstehlicher Beredsamkeit für das Evangelium. Ja, Gott kann selbst die Angriffe Satans zu einem Werkzeug machen, das Evangelium zu verbreiten. Das Entscheidende ist, dass dadurch Gottes Kraft und Gottes Macht sichtbar wurde und geehrt wurde und die Menschen das erkannten. Die Grausamkeiten, die den unschuldigen Protestanten von den Katholiken zugefügt wurden, erreichten schließlich ein Maß, das nach Vergeltung rief. So ereilte die Katholiken Jahrhunderte später genau jenes Schicksal, das man für den König, seine Regierung und seine Untertanen prophezeit hatte. Allerdings wurde es dann von Ungläubigen und den Anhängern des Papstes selbst herbeigeführt. Nicht die Einführung des Protestantismus, sondern seine Unterdrückung brachte 300 Jahre später dieses schreckliche Unheil über Frankreich. Was ich eben schon mal andeutete, weil hier Frankreich die Reformation ablehnte und auch seine besten Leute umbrachte, kam es 300 Jahre später, 250 bis 300 Jahre später, kam es zu dieser Gegenreaktion, dass die Menschen sich dann gegen die Kirche
und gegen den König wandten und die alle umbrachten. Denn genau die waren es, die hier die Protestanten umgebracht hatten. Der König plus die Kirche. Und so hatten die Franzosen gelernt, wie man mit Andersdenkenden umgeht. Und das haben sie 300 Jahre später in der Französischen Revolution mit diesen Vorbildern selber auch dann so durchgeführt. Man beschuldigte dann die Protestanten des Aufruhrs und einer Verschwörung, da sie sich zusammenrotten würden, um das Leben zu instabilisieren und Frankreich in den Ruin zu treiben. Handwerker, Drucker, Gelehrte, Universitätsprofessoren, Autoren und sogar Höflinge wurden umgebracht und beseitigt. Franz I. wollte ein Förderer der Gelehrsamkeit sein. Er hat sich damit gebrüstet und wollte all die klugen Köpfe nach Paris holen. Aber wir können hier sehen, dieses Beispiel zeigt, dass Bildung keine Garantie gegen Intoleranz ist. Manchmal denkt man, naja, wenn die Menschen erstmal gebildet sind, wenn sie erstmal intelligent genug sind, dann werden sie schon Toleranz zeigen, aber das stimmt nicht. Die Gebildetsten sind nicht unbedingt immer die Tolerantesten. Durch eine öffentliche Zeremonie verpflichtete Frankreich sich, den Protestantismus auszurotten. Und das war ein unglaublich starkes Stück. Darüber könnte man jetzt wieder stundenlang erzählen, was sie da gemacht haben. Ganz kurzer Einblick. Und zwar am 21. Januar 1535 haben sie einen Tag ausgerufen, einen Tag der Buße und einen Tag der Unterwerfung unter Gott. Aber nicht der Buße zur Reformation hin, sondern zur Buße gegen die Reformation. Sie haben eine große Prozession aufgestellt. Der König ging im Bußgewand mit einer Kerze hinter der Hostie und hinter den Priestern her. Und zwar das Bußgewand war nicht dafür, dass er selbst gesündigt hätte. Der König hat sich nicht bekehrt, sondern er hielt eine Ansprache, in der er den Frevel der Häresie verurteilte. Er tat Buße, stellvertretend für Frankreich, das es geduldet hatte, dass die Häresie der Reformation in Frankreich gepredigt werden konnte. Und er wollte damit Frankreich wieder dem katholischen Glauben und dem Papst wieder weihen und wieder aufrufen, dass Frankreich ganz katholisch werden sollte. Und er rief alle Franzosen auf, die Ketzer auszurotten, die Frankreich mit dem Untergang bedrohten. Und er sagte, selbst wenn meine eigenen Kinder zur Reformation sich bekehren sollten, dann würde ich sie auf den Scheiterhaufen verbrennen lassen und würde hier für Gott dieses Opfer bringen, weil für Gott nichts wichtiger ist, als dass der katholische Glaube im Leben erhalten wird. Und so haben sie hier in dieser Prozession den katholischen Glauben hochgehalten und haben sich öffentlich dazu verpflichtet, alle Nicht-Katholiken umzubringen. Die Folge war folgendes, Seite 210 heißt es in dem Buch, eine schreckliche Finsternis legte sich auf die Nation, die das Licht der Wahrheit verworfen hatte. Die heilsame Gnade war erschienen, doch Frankreich wandte sich von diesem Licht ab und wählte die Finsternis, nachdem es die Macht und Heiligkeit dieser Gnade gesehen hatte. Nachdem Tausende in Städten und Dörfern von der göttlichen Schönheit in den Bann gezogen worden waren. Es wies die himmlische Gabe ab, als sie ihm angeboten wurde. Es nannte das Böse gut und das Gute böse, bis es seiner willentlichen Selbsttäuschung zum Opfer fiel. Die Menschen mögen geglaubt haben, sie hätten Gott durch die Verfolgung seines Volkes einen Dienst erwiesen, doch ihre Ernsthaftigkeit machte sie nicht schuldlos. Das Problem war nicht, dass sie kein Licht hatten, das Problem war, dass sie das Licht, was Gott ihnen gegeben hatte, verworfen haben. Ähnlich wie damals Jerusalem, als Jesus auf die Welt gekommen ist, um Jerusalem das Licht der Wahrheit zu bringen, aber sie es ablehnten. Das Evangelium, heißt es weiter auf Seite 211, des Friedens, das Frankreich verworfen hatte, wurde nur zu gründlich ausgerottet und die Folgen sollten schrecklich sein. Am 21. Januar 1793, genau 258 Jahre nach jenem Tag, an dem sich Frankreich entschloss, die Reformation zu verfolgen, zog eine andere Prozession mit einer ganz anderen Absicht durch die Straßen von Paris. Abermals war der König die Hauptperson. Abermals erhoben sich Tumult und Lärm. Wiederum wurde der Ruf nach mehr Opfern laut. Aufs Neue gab es schwarze Schafotte.
Und nochmals wurden die Geschehnisse des Tages mit schrecklichen Hinrichtungen beschlossen. Ludwig XVI., der kämpfte, um den Händen seiner Kerkermeisterin Henker zu entwischen, wurde auf den Henkerblock geschleppt und hier mit Gewalt festgehalten, bis das Beil gefallen war und sein abgeschlagenes Haupt auf das Schafott rollte. Hier sehen wir eine Parallele. So am gleichen Tag, auch am 21. Januar, nur 258 Jahre später, wo wieder die Prozession durch die Straßen ging. Und nicht, diesmal war nicht der König derjenige, der aufrief, die anderen zu umzubringen. Diesmal war er selbst derjenige, der umgebracht wurde. Um die Reformation auszurotten, wurde dann der Jesuitenorden gegründet, in der Gegenreformation. Ignatius von Loyola war der Gründer. Und hier wurden die besten, die intelligentesten jungen Leute der katholischen Elite ausgebildet, um mit allen Mitteln hier vorzugehen. Es war ihnen jedes Mittel recht, egal wie. Hier ist ein Zitat daraus, auf Seite 216. Wenn sie als Mitglieder des Ordens auftraten, nämlich die Jesuiten, trugen sie das Gewand der Heiligkeit, besuchten Gefängnisse und Krankenhäuser, halfen Armen und Kranken, gaben vor, der Welt abgesagt zu haben und trugen den heiligen Namen Jesu, der überall Gutes tat. Doch unter diesem tadellosen Äußeren wurden oft die verbrecherischsten und tödlichsten Absichten verborgen. Gemäß dieser Richtlinie waren Lüge, Diebstahl, Meineid, Meuchelmord nicht nur verzeihbar, sondern empfehlenswert, wenn sie den Interessen der Kirche dienten. Das heißt, sie sagten, wenn du damit dem Guten einen Dienst erweist, dann darfst du ruhig die Menschen umbringen und foltern und töten und alles Mögliche mit ihnen machen. Das Mittel wird durch den Zweck geheiligt. Und so gab es auch in der Gegenreformation sehr viele Jesuiten, die sich nicht nur öffentlich dagegen gestellt haben, sondern auch die sich dann eingeschlichen haben in die verschiedenen protestantischen Richtungen, um von innen heraus auch denn dort wirken zu können. Calvin kam dann von Deutschland aus nach Genf und dort hat er eine Hochburg des Protestantismus aufgebaut. Die Schweiz wurde dann in den meisten Teilen in der Schweiz reformatorisch und dort konnte er ein Bollwerk und einen Ausgangspunkt für die Reformation für ganz Europa aufbauen. Es heißt, 30 Jahre lang wirkte er in Genf und das heißt auf dem Buch Vom Schatten zum Licht auf Seite 217, von Genf aus wurden Schriften verbreitet und Lehrer ausgesandt, die die Reformation in die Welt hinaustrugen. Dorthin schauten Verfolgte aller Länder, um Anleitung, Rat und Ermutigung zu erhalten. Die Stadt Calvins wurde zur Zufluchtsstätte für verfolgte Reformatoren ganz Westeuropas. Aus schrecklichen Stürmen, die nach Jahrhunderten andauern sollten, kamen Flüchtlinge zu den Toren Genfs. Sie waren ausgehungert, verwundet, aus ihren Heimen vertrieben, von ihren Familien getrennt und fanden hier herzliche Aufnahme und ein neues Zuhause. Übrigens auch die Waldenser, von denen wir am vierten Abend gehört haben, hatten auch einige Zeit lang, 3 Jahre lang, hier in Genf Zuflucht gefunden, als sie von Norditalien vertrieben wurden und verfolgt wurden. Ihre Geschicklichkeit, Gelehrsamkeit und Frömmigkeit wurden der Stadt zum Segen. Viele, die hier Obdach gefunden hatten, kehrten in ihre Heimat zurück, um der Tyrannei Roms Widerstand zu leisten. John Knox, der tapfere Reformator Schottlands, nicht wenige Puritaner Englands, Protestanten aus den Niederlanden und Spanien und Hugenotten aus Frankreich trugen die Fackel der Wahrheit von Genf aus in ihre Heimatländer, um Licht in die Finsternis zu bringen. Gott hat immer überall Menschen gehabt. Und wenn in Frankreich die Reformation abgelehnt wurde und Frankreich sich dadurch selbst vom Licht ausgeschlossen hat, hat Gott woanders seine Fackeln des Lichtes hochhalten lassen. Er hat immer Menschen gehabt, die weiter für den Glauben eingestanden sind. Und so können wir sehen, dass Gott bis zum Ende sein Werk, sein Volk führen wird. Und auch wir dürfen in der heutigen Zeit daran festhalten. Wichtig ist, dass wir nicht nach dem gehen, was wir sagen, was unsere Väter, unsere Vorväter oder wer auch immer gesagt hat und geglaubt haben. Wichtig ist, dass wir, wie die Reformatoren, offen sind für Gottes Wort, dass wir es studieren, dass wir es in uns aufnehmen, dass wir es glauben und verteidigen. Es ist die einzige Richtschnur, die einzige Grundlage für unseren Glauben. Wenn wir die Bibel nicht hätten, dann würden wir die Wahrheit nicht kennen. Denn hier offenbart Gott sich uns und
Und hier können wir wissen, was echter Glaube ist. Ich lade Sie ein, zu einem Gebet aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du damals in diesen schwierigen Tagen Menschen, Reformatoren gehabt hast, die deine Wahrheit hochgehalten haben. Manche sind für ihren Glauben hingerichtet worden und du hast ihnen Kraft geschenkt, du warst bei ihnen. Manche hast du bewahrt vor dem Scheiterhaufen und sie durften deine Wahrheit mit Macht in der Welt verbreiten und verkündigen. Herr, wir bitten dich, schenk du uns auch diesen Mut, alles für dich hinzugeben. Herr, und dass du in uns wohnst und durch uns wirkst und dass die Menschen, wenn sie uns sehen, nicht uns, sondern dich sehen. Dass du mit deinem Frieden, mit deiner Gnade in uns und durch uns durchstrahlst. Herr, und dass auch noch viele Menschen, die nach dir suchen, das Licht erkennen und dem Licht folgen möchten. So bleibe du bei uns und segne du uns. In Jesu Namen. Amen.